Also Sandra, stell dir vor, du hast 5 Eier. Gezeichnet 1, 2, 3, 4. 5 Eier hast du. Und jetzt stellst du dir mal vor, ein Freund oder eine Freundin kommt zu dir nach, oder was macht ja keinen Sinn, dann immer eher ein Erziehungsberater kommt zu dir nach Hause und möchte 2 Eier abhaben. Machen wir das Ganze mal. Also hier erstmal eine Klammer, alle Eier einbeziehen. Minus 2. Du hast 5 Eier. 2 Eier werden dir abgezogen. Stell dir vor, wie viele Eier hast du dann noch, Sandra? Sandra, ich habe dir schon 1000-mal gesagt, in dieser Klasse ist Handyverbot. Tut mir leid, aber das Handy ist damit eingesackt. Was? Am Montag bringe ich es wieder mit zur Schule, da kannst du es wieder. Das geht nicht. Ich erwarte morgen einen Anruf von Sascha. Ist mir völlig egal, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Herr Schuldirektor, ich bitte Sie, nehmen Sie mir nicht diese Chance. Sascha will mich morgen anrufen. Vielleicht will er mit mir einen Filmabend machen. Vielleicht will er mit mir ausgehen. Vielleicht will er sogar mit mir Königsberger Klopse essen. Herr Schuldirektor, bitte geben Sie mir das Handy wieder. Versauen Sie mir diese Chance nicht. Heul mich nicht voll. Das Handy bleibt bei mir übers Wochenende, ja? Gott sei Dank. Tschüss. Toll. Scheiße, ey. Nein. Nein. Wie war das noch? Was hat mein Vater immer gesagt? Sandra, räum dein Scheißzimmer auf. Tja. Ich werde mir das Handy zurückholen und dann wird Sascha mich anrufen und dann werde ich Kondome holen und dann werden wir den ganzen Abend richtig schön. Irgendwo da drin muss mein Handy sein. Okay, Sandra, du hast einen Plan und der wird wie immer voll in die Hose gehen. Gut. Hol dir dein Handy, Baby. Herr Direktor! Sandra. Oh nein! Herr Direkt! Ich weiß, dass Sie zu Hause sind. Ich habe Ihr hässliches Auto gesehen. Wie kann das angehen? Hat die mich gefunden? Okay, Klaus, du schaffst das. Du schaffst das. Moin! Hallo Sandra, was willst du? Ich will... Sag nicht Handy, sag nicht Handy, sag nicht Handy. Handy! Ich hab dir doch schon in der Schule erklärt, du kriegst dein Handy Montag wieder. Nein, nein, nein! Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich hab ein bisschen Stress mit so ein paar Girls in der Schule. Ich hab Wochenende, das interessiert mich nicht. Sie sind ein Lehrer! Sie müssen wenigstens so tun, als ob Sie sich dafür interessieren. Du interessierst dich doch auch nicht für den Unterricht. Wegen den Hormonen! Gestern war ich beim Arzt und dachte, ich würde endlich meine Tage bekommen, aber es war nur Nasenbluten, hat er gesagt. Sandra, verschwinde von meinem Grundstück, sofort! Okay, okay, chill mal deine Base, ey! Mann, ey! Dann werde ich wohl Herrn Rübenklotz vom Schulamt mal anrufen müssen und ihm sagen, dass wir einem hilflosen Mädchen nicht helfen wollten. Unglaublich, dieses Mädchen. Ruf mich zurück. Ich rufe dann jetzt Herrn Rübenklotz an. Jetzt tue ich's. Jetzt. Ich bin weg. Hören Sie? Ich weiß, was Sie letzten Sommer mit Frau Fickert gemacht haben. Vielen Dank.
Okay, du wirst also geärgert. Lass mich raten, wer es ist. Lexa und die dritten Titten. Ja, diese Lexa hat letztens gesagt, verglichen mit mir ist Aporetten Gymnasial. Ein was bitte? Jemand, der aufs Gymnasium geht. Ein Gymnasial. Gut, ich habe Lexa bereits heute 2 Stunden nachsitzen lassen, ja? Stell dich das zufrieden? Kannst du jetzt bitte wieder gehen? Nee, das ist echt so ein Problem so. Ich kann nicht mal von meinem Problem weglaufen. Ich bin einfach so unsportlich. Verlass sofort mein Schloss. Ja, ja, ist ja gut. Aber bevor ich gehe, will ich noch ein Toastbrot. Sandra, fang jetzt nicht an, mich zu provozieren, ja? Verlass jetzt sofort mein... Oh, was würde wohl der Schulrat sagen, wenn ich ihm erzähle, dass Sie und Frau Fickhardt beim letzten Laternenlaufen in der Sporthalle ein bisschen zu viel Glühwein... Sandra, es reicht. Ich warne dich. Nun, ich sag mal so, Herr Direktor. Verschluckt, ey. Sandra, es reicht. Verschwinde. Ich will Sie nur kurz an die Geräusche erinnern, die Sie gemacht haben. Sie so... Und Frau Fickhardt so... Und dann Sandra, so, es reicht. Halt dein dummes Maul. Ich habe sogar Bilder gemacht. Erst dachte ich, Sie würden Twister spielen. Aber dann habe ich gesehen, dass Ihr Pipi-Mann ganz tief... Okay, gut. Ich mache dir dein blödes Toastbrot. Mit Butter, bitte. Handy. Wo ist mein Handy? Sandra, was machst du da? Ich bin vom Schlüsseldienst. Sie haben angerufen? Gib mir sofort den Schlüssel und verpiss dich aus meinem Schloss! Entschuldigung? Nicht in diesem Ton, junger Mann! Wirf mir sofort den Schlüssel zu oder ich rufe die Polizei. Boah, ey! Hier, Jong! Ah! Ups. Also eigentlich habe ich mir die ganze Geschichte nur ausgedacht mit Ihnen und Frau Fickhardt, aber so wie Sie reagiert haben, scheint irgendwas dran zu sein. Tot. Ja, ich gehe dann mal, ne? Tschüss. Ich weiß. Wer ist das denn? Scheiße, ey. Passt. Rose hat sich einfach so breit gemacht. Ja. Der Direkt muss weg. Schön, dass die Scheiße aus dem Gulli rausholen, ja. Wunderbar. Boah, bist du dick, Jung. Wilfried, ich muss auflegen. Wir sehen uns morgen im Häkelclub. Jung. Du musst jetzt gehen. Okay, die Haustür. So. Oh, King of your tooth is here. Aber da... Ja? Moin. Ich bin der Handwerker, den Sie gestern bestellt haben. Das ist ja ein Ding. Jo. Wo ist denn das verstopfte Scheißhaus? Also, das ist so mit der Toilette. Die ist gar nicht mehr verstopft. Ich habe die wieder frei bekommen. Aber der Direktor hat mich gestern angerufen, hat gesagt, die Toilette ist voll mit Exkrementen. Scheiße! Voll mit Kacke. Ja, ja, aber ich habe die Kacke rausgeholt. Aber das ist doch eine Aufgabe für einen Mann und nicht für eine Lady, wie du es bist. Na gut, ich würde trotzdem gerne einmal mit dem Direktor reden, der mich gestern angerufen hat, ja. Oh, das ist ganz, ganz schlecht. Das passt gerade überhaupt nicht. Tut mir leid, aber der Herr muss meine Anfahrt bezahlen. Ich frag mal, ja. Papa! Ja? Der Handwerker, der ganz offensichtlich schwul ist, aber erst mit einer übertrieben männlichen Art überspielt ist da. Ich kann nicht, ich esse gerade Toastbrot.
Okay, sag ich ihm. Ja, die haben es wahrscheinlich selbst gehört. Er ist gerade Toastbrot und da möchte er wirklich überhaupt nicht gestört werden. Moment. Ich schicke ihm die Rechnung dann aber zu, ja? Ja. Gott save the Queen. Tschüss. Eine letzte Sache noch. Was denn? Ich hatte noch kein Mittagessen. Das Toastbrot, wenn Sie das vielleicht nicht verdauen wollen, ich würde es vielleicht eventuell nehmen. Ja, hier kannst du haben. Tschüss. Dankeschön. Schön würzig. Ich bin blank, hab kein Geld mehr auf der Bank, brauche Geld in meiner Hand, ohne Kohle kann ich mir nicht mehr holen. Gott sei Dank, ey. Da. Scheiße, ey, was mache ich denn jetzt, ey? Ich wollte das ja gar nicht, die waren einfach zu dumm und haben den Schlüssel nicht gefangen, ey. Und wenn sie wach wären, brauchen sie gar nicht so aggro werden. Sie haben nicht selber Schuld, wenn man so dumm ist zum Fangen, ey. Boah. Ich gehe jetzt in die Küche und hole eine Schere. Und dann werde ich ihnen die Kehle durchschneiden. Nein, das mache ich nicht. Ich werde den Schlüssel, die Schere holen, sie hinlegen. Und wenn sie wach werden, können sie sich selber losmachen. Und dann gehe ich nach Hause und dann gucke ich DSDS. Wegen Shirin David natürlich nur, sonst gucke ich das ja nicht. Ja, das mache ich. Okay. Mein Handy! Mein Handy! Wo ist es? Ich höre es. Da vorne ist es. Da. Der Schlüssel! Mein Handy ist hundertprozentig da drin. Mit dem Schlüssel mache ich auf. Ah! Oh, da ist es ja. Sascha, you can call me. Sascha, you can call me. Sascha, you can call me. Ha, bloß weg hier, ey. Tschüss, ey. Krass, die letzte Klassenarbeit, ey. Saschas Arbeit, ey. Sascha, wenn du nicht mindestens eine 3 schreibst in der Klassenarbeit, wirst du nicht in die nächste Klassenstufe versetzt. Ich kann ja noch mal kontrollieren, ob er alles richtig gemacht hat. Also, wie heißt die Hauptstadt von Palästina? Jerusalem. Oh, Trottel. Berlin. Nenne 4 Gewässer im Land Israel. Nordsee. Totes Meer. Als ob Meer tot ist. Trottel. Wo traf Jesus seine Jünger? Am See Genezareth. In der S-Bahn. So. David, das hat sich bestimmt ordentlich bei mir bedanken, ey. Schön Zungenkuss, ey. Helmut? Oh. Helmut, hier ist Klaus. Wir waren noch zum Minigolfen verabredet. Wer ist das denn? Helmut. Schnell weg, schnell verstecken. Helmut. Scheiße, wie werde ich den denn jetzt los? Wäre ich doch nur gegangen, als ich das Handy gefunden habe, ey. Kacke, was mache ich denn jetzt bloß? Ich hab die Idee, ey. Wo ist denn dieser kleine Bursche? Ich mag dich nicht mehr, Klaus. Geh weg. Helmut, der Klaus ist hier. Der ist für dich. 1, 2, 3. Oh. Nanu. Ich mag dich nicht mehr, Klaus. Geh weg. Na gut. Dann komme ich morgen noch mal wieder. Ah, dieser Helmut hat die Tür aufgelassen. Mann, gut, ich habe immer einen Ersatzschlüssel dabei. Danke. Oh, Kacke, Mann. Jo. Abschließen! Herr Pfarrer, machen Sie die Tür auf! Ich will hier nicht schlafen! Scheiße, ey. Kann ich gar nicht polieren. Natürlich ist der Akku leer, klar. Oh, das ist echt der beschissenste Freitag nach dem Freitag, wo White City sich getrennt haben, ey.
Oh, was mache ich denn jetzt nur? Eingesperrt und ganz allein. Diese Nacht wird einsam sein. Sie kommt nicht raus und fühlt sich klein. Doch was ist das? Guck mal, ein Wein. Ich hab dich nicht verstanden, was hast du gemacht?